Hallihallo und herzlich willkommen, ja, tatsächlich zu Forza Horizon 5 und nicht zu Forza Motorsport, denn wir schauen uns heute einen waschechten Rennwagen an. Die Rede ist natürlich hier vom Porsche 911 GT3 R der aktuellen Baureihe 992. Den gibt es jetzt über die Festival-Spielliste beim Erreichen der 20 Punkte in der Winter- bzw. Trockensaison zu gewinnen. Ja, und die Anmerkung mit Forza Motorsport mache ich halt dahingehend, weil das Fahrzeug tatsächlich hier in Horizon 5 seine Forza-Premiere feiert und eben nicht in Motorsport. Dort hätten wir das Fahrzeug natürlich auch sehr, sehr gerne gesehen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, vielleicht mit dem kommenden Motorsport-Update. Es würde zumindest mal thematisch dort tatsächlich reinpassen. Dazu aber dann gleich später mehr. Werfen wir doch erstmal im Forza Vista-Modus einen genauen Blick auf dieses Fahrzeug. Ja, der GT3 R ist, wie schon seit gefühlten Ewigkeiten, das GT3-Rennwagen-Stück von Porsche. Ja, ich meine, GT3 taucht natürlich bei Porsche sehr oft auf, ja, im Straßen-GT3, im GT3 RS, den wir uns erst vor zwei Wochen angeschaut haben, aber natürlich auch dann im GT3 R, früher sogar im GT3 RSR, und man muss das ja irgendwie auseinanderhalten können, wo gehört jetzt was irgendwo hin, und ja, der GT3 R ist quasi dem klassenspezifischen GT3-Reglement, ja, entsprechend, und dementsprechend ist das, ja, wahrlich der GT3-Rennwagen von Porsche. Ja, basieren tut dieses Fahrzeug allerdings nicht auf dem GT3 RS, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, sondern der GT3 R hier, der 992-Baureihe, basiert tatsächlich auf dem, ja, ganz normalen Straßen-992-GT3, den wir ja auch schon eine Weile hier mit im Spiel haben. Aber natürlich mit Straße hat das nicht mehr so viel zu tun. Da wurde natürlich mächtig dran gearbeitet. Porsche selbst hat gesagt, dieses Fahrzeug hier sehen sie selber als Evolution der Evolution an, denn das Ganze basiert so ein bisschen auf, ja, dem 991.2 GT3 R, der ja auch schon eine Weiterentwicklung war des vorangegangenen Fahrzeugs, und sie haben quasi, ja, an jeder Komponente versucht, nochmal mehr rauszuholen, nochmal mehr zu verbessern. Und haben eben diese Erkenntnisse genutzt, um einen wirklich, ja, richtig krassen Rennwagen da auf die Beine zu stellen. Und ich würde jetzt einfach mal so sagen, das ist ihnen auch auf jeden Fall gelungen, gerade im Hinblick auf diesen Entwicklungsschritt zum direkten Vorgänger. Das Ziel vor allem war bei den Porsche-Ingenieuren wichtig, dass sie einen Rennwagen bauen, der vor allem für den Fahrer eine bessere Fahrbarkeit und auch irgendwo eine bessere Stabilität mit sich bringt. Denn um da euch da mal ganz kurz abzuholen, ja, man sieht zwar immer die Erfolge von Porsche, aber es ist natürlich bekannt gewesen, gerade in der GT3-Klasse, dass der GT3 R, eben der vorangegangenen Generation, eher jetzt nicht so einfach zu fahren war. Also da musste man ja schon ordentlich was mitbringen als Fahrer, aber natürlich auch als Mechaniker, um das Fahrzeug auf die Rennstrecken richtig einzustellen. Und eben mit dieser Basis wollten sie einfach schon mal, ja, eine gute Grundlage schaffen, dass das Ganze, ja, einfach von der Grundmechanik schon etwas abgenommen wurde. Und erreicht wurde das unter anderem, oder versucht hat man das zu erreichen, unter anderem, ja, mit einer weiterer verbesserter Aerodynamik. Alleine der Frontsplitter ist nochmal ein bisschen besser, ja, ausbalanciert, ausgeprägt, ne, mit dieser Kante unten, die man sieht, wo die Luft dann anders abgeleitet wird in den Unterboden oder zum Unterboden. Die Finnen, die man hier einfach schon mit drin hat. Dann zum Beispiel die markante Rathausentlüftung, die man immer oben gesehen hat bei den Vorgängern, ist jetzt komplett nach hinten gewandert, einfach um da auch eine bessere Aerodynamik zu gewährleisten. Dann auch, was mittlerweile schon Standard ist bei GT3-Rennwagen, aber jetzt tatsächlich zum ersten Mal bei Porsche in dieser Klasse zu Trage kam, ist natürlich der aufgehangene Heckflügel. Der war ja auch davor noch von unten angebracht. Auch das sorgt natürlich für bessere Effizienz. Auch der Diffusor ist nochmal ein bisschen ausgeprägter, nochmal ein bisschen größer, weil man tatsächlich die Motorposition gesamt oder mitsamt dem Getriebe nochmal ein bisschen mehr Richtung Mitte gebracht hat. Keine Sorge, es ist immer noch ein Heckmotor, aber trotzdem hat man die Gewichtsverteilung ein bisschen mehr Richtung Mitte gelegt. Und das hatte auch den Vorteil, dass ein weiterer Kritikpunkt der Vorgängergeneration, ja, so ein bisschen versucht wurde, ja, auszumerzen, ist es vielleicht das falsche Wort, aber zumindest mal zu verbessern. Und zwar der Reifenverschleiß durch natürlich eine ausgewogene Verteilung hat man einfach dann versucht, eben den Reifenverschleiß von diesem Fahrzeug so ein bisschen zu reduzieren. Ansonsten auch im Innenraum haben sie versucht, alles, ja, möglichst dem Fahrer besser zu machen, ja, von der Sitzposition her, von der Bedienbarkeit her, also alles pro bessere Fahrbarkeit, besser für den Fahrer, besser für den Kundensport, das ist ja auch ganz wichtig. Porsche ist in erster Linie auch ein Hersteller, der für den Kundensport baut und, ja, die Kunden oftmals ja auch die größten Erfolge für Porsche gefeiert haben. Also da wurde auch viel getan. Und ich finde auch, dass das Fahrzeug insgesamt nochmal deutlich, ja, brachialer aussieht als dann der direkte Vorgänger.
Und wovon wir das Non-Facelift ja auch im Spiel haben, was wir ja mit dem GTA Apex Carpack ja mit dazu bekommen haben. Deswegen wird es gleich spannend sein, wie da der Vergleich ausfällt. Und ja, das ist ja natürlich nochmal so ein bisschen brachialer und optisch aggressiver ausschaut. Ja, liegt natürlich zu einem an der 992-Designsprache, aber unter anderem auch daran, dass sie zum Beispiel die Vorderachse nochmal ein bisschen verbreitert haben. Also der kommt vorne tatsächlich deutlich breiter daher, als man das bisher kannte. Man sieht es auch, der ist ja vorne genauso breit aufgestellt eigentlich wie hinten. Dadurch sorgt man natürlich auch nochmal für ein bisschen bessere Balance, bisschen Stabilität, aber halt natürlich auch für entsprechendes Gripverhalten auf der Vorderachse. Der Radstand wurde tatsächlich nochmal verlängert, gerade im Vergleich zum 991. Also auch das alles sorgt natürlich irgendwo dafür, dass ja die Stabilität gewährleistet ist, die Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist, der Reifenverschleiß besser kontrolliert werden kann. Also das sind alles ganz gute Punkte. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich, was da hinten drauf steht. Und das feiere ich halt so absolut. Man sieht es so ein bisschen, jetzt sieht man es ganz gut von der Schattierung. 4.2. Sie haben zum ersten Mal jetzt den dann doch schon auch wieder eine Weile gebauten 4-Liter-Motor auf einen 4,2-Liter-Motor hochgesetzt. Aber damit noch nicht genug. Natürlich die Drehzahl von über 9000 Umdrehungen ist natürlich geblieben, aber sie haben das Ansprechverhalten quasi auf eine breiteres Drehzahlband gesetzt. Sprich, man hat jetzt auch bei diesem GT3R aus den unteren Drehzahlen schon deutlich mehr Leistung anliegen und somit kann man die Leistung jetzt eben über ein größeres Drehzahlband abrufen und natürlich ist durch den größeren Hubraum auch die Leistung gestiegen. Und wie genau die gestiegen ist, das finden wir jetzt auf der PXR-Teststrecke raus und wir machen das jetzt auch mal ganz klassisch, so wie ich es ja letzte Woche erst mit dem Dakar gemacht habe. Wir setzen uns einfach mal rein, versuchen den Motor zu starten und ja, bewegen uns dann mal Richtung Teststrecke. Ich wollte eigentlich nicht aussteigen, ich wollte eigentlich die Tür schließen, aber scheinbar lässt mich das Spiel die Tür nicht schließen. Mechaniker, schließt mir bitte die Tür. Ich komme nicht hin mit meinem Arm. Ja, ich bin schon festgeschnallt. Dann machen wir das anders. Das geht doch bestimmt auch, wenn ich das so mache. So, perfekt. So, starten sollte man hier beim Ignition-Knopf bzw. Startknopf. Dann gucken wir doch mal. Starten wir den 4,2 Liter Boxer 6-Zylinder-Motor. Ja, klingt jetzt nicht so spektakulär. Ist im Prinzip, klingt da genau gleich wie der 991 GT3R, den wir schon im Spiel haben. Aber sei es drum, wir wollen zur Teststrecke und dann schauen wir mal, was er da so leistet. Ja, und hier angekommen gibt es endlich mal ein bisschen Action. Das hat das Fahrzeug definitiv auch verdient. Aber es geht trotzdem weiter mit ein bisschen Daten und Fakten. Deswegen schauen wir mal aufs im Datenblatt. Und da sehen wir nochmals eben hier notiert den 4,2 Liter Boxer 6-Zylinder-Motor. Wie gesagt, der bis über 9000 Umdrehungen drehen kann. Leistet 565 PS, hier im Spiel sogar 573 PS und 543 Newtonmeter Drehmoment. Beim Getriebe haben wir ein 6-Gang-sequenzielles Schaltgetriebe und beim Gewicht schlägt er bei 1250 Kilogramm je nach BOP, also je nach Balance of Performance zu. Und da ja von seitens Playground Games, also den Entwicklern des Spiels, ja die ganzen GT3-Fahrzeuge tatsächlich gebobbt wurden, hat auch der hier eine bekommen und der wiegt tatsächlich hier nicht diese 1,2 Tonnen, sondern über 1,5 Tonnen. Die haben dem fast 300 Kilogramm draufgegeben und das ist halt natürlich was, was sich nicht gerade positiv aufs Beschleunigen, aufs vor allem durch die Kurve fahren auswirkt. Um das aber vielleicht trotzdem noch ganz kurz zu komplettieren, ja, wir haben hier natürlich keine offiziellen Angaben, was Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit betrifft, aber wir können es ja trotzdem laut Telemetrie auslesen. Und da sind wir bei 3,2 Sekunden von 0 auf 100 und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei, ja, diesen Settings, das betone ich jetzt mal ausdrücklich bei so einem Rennwagen, bei 305,5 km/h. Ja, aber zurück zu den Fahreigenschaften. Genau diese, ja, fast 300 Kilogramm mehr oder anders formuliert, diese über 200 Kilogramm mehr gegenüber seinem, ja, direkten Vorgänger, wenn man so möchte, also dem Non-Facelift 991, den wir eben, wie gesagt, im Spiel haben, merkt man dann halt schon, insbesondere aus den langsamen Kurven heraus oder in die langsamen Kurven hinein, da, ja, tut er sich ein bisschen schwer und dann auch die trotz bessere Gewichtsverteilung, also dieses doch Hecklastige, kommt dann eher negativ zum Vorschein. Leider. Und das schlägt sich mit einer 1,54,250 wieder. Und kleiner Funfact, wer aufgepasst hat vorher, als ich im Cockpit saß und den Motor gestartet habe, stand diese Zeit bereits schon im Dashboard. Da gab es schon einen kleinen Vorspoiler. Aber ja, aber dadurch sind wir tatsächlich minimal langsamer als der 991 GT3R. Sogar, ja, gutes Stückchen langsamer, sage ich jetzt mal, 2/10 als der AMG GT3, wo ich nach wie vor sage, der AMG
bringt das alles irgendwie so am besten rüber, fährt sich geil, man kommt relativ schnell auf Speed, während man halt bei beiden Porsches, muss man sagen, sich schon sehr lang machen muss. Ich finde, dieses Hecklastige, was der Porsche halt hat, kommt hier oftmals sehr negativ zu tragen. Normalerweise müsste man halt so einen 911er ein bisschen anders fahren, das ist auch völlig normal, das ist auch in der Realität so, aber dieses Andersfahren ist halt schwierig schnell umzusetzen, würde ich sagen, im Spiel. Und wie soll ich es anders formulieren? Ich denke mal, das Potenzial vom 992 ist gegeben und man kann den 992 sicherlich auch besser fahren als den 991, aber aufgrund der, wie gesagt, internen Bob, die er hier bekommen hat durch das hohe Gewicht, hat er einfach so ein bisschen ein schweres Paket zu tragen. Und dementsprechend war es abzusehen, dass er irgendwo in dem Bereich aller GT3s sich bewegt. Ob man das jetzt groß bewerten muss oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es ist schön, dass wir Rennwagen haben und dass sie irgendwo auf einem ähnlichen Niveau agieren können. Ob das der Realität entspricht, das lassen wir jetzt einfach mal so am Rande stehen. Anders vielleicht auch nochmal formuliert, wenn ich jetzt nochmal vielleicht 10 Runden mehr reingedreht hätte, hätte ich wahrscheinlich sogar es auch geschafft, die Zeit des 991 oder vielleicht sogar auch in die Nähe des AMG GT3s zu kommen. Aber am Ende des Tages macht es ja schon Sinn, dass ich maximal 7 gezeitete Runden zählen lasse. Und das widerspiegelt ja dann auch so ein bisschen, wie gut oder wie einfach so ein Fahrzeug dann auf Pace zu kommen ist. Und ich finde eben, dass der nicht so einfach auf Pace zu kommen ist. Und dementsprechend, das alles, was ich ja vorher erklärt habe, ist quasi so ein bisschen nichtig durch die BOP des Spiels. Aber genug geschnackt, ich würde sagen, wir springen mal direkt ins Feintuning ein bisschen vom Spiel. Und da seht ihr auch schon wieder Aero sehr niedrig. Das haben alle. Aber auch das ist natürlich so etwas, wo ich denke, da kann man mit einer Balance ein bisschen noch spielen. Aber insbesondere bei den Dämpfern, denke ich, wäre deutlich mehr rauszuholen. Wir sehen sehr, sehr harte Druckstufeneinstellungen, gerade hinten und so weiter. Das würde ich persönlich ein bisschen ausgleichen, insbesondere auch bei der Zugstufe, weil ich glaube, das Fahrzeug hat an sich schon ein sehr gutes Einlenkverhalten. Und auch aufgrund des hohen Gewichts hinten kann man das ein bisschen angleichen und dann würde er, glaube ich, weniger mit der Hinterachse auch wegrutschen. Man könnte deutlich aggressiver attackieren, das Ganze. Und dann wäre da auch nochmal ein bisschen Zeit drin. Wir reden hier natürlich von ein paar Zehntelchen, aber trotzdem, das würde das insgesamte Performance besser werden lassen. Des Weiteren sei auch noch dazu erwähnt, um das ganz kurz mal zu zeigen. Ja, normalerweise ist ja bei diesem 992 GT3 R die Gewichtsverteilung verbessert worden. Wir haben hier im Spiel aber trotzdem 43% und das ist, um das kurz auch mal zu demonstrieren, genau die gleiche Gewichtsverteilung wie eben der 991 GT3 R hat. Und das ist halt de facto falsch, kann aber einfach auch aufgrund des hohen Gewichts irgendwo liegen. Und das hohe Gewicht, wie gesagt, schlägt sich ja natürlich noch mehr aus, je mehr es natürlich ist, im negativen Sinne. Und ja, ich brauche das eigentlich gar nicht zu entschuldigen. Das Fahrzeug ist halt de facto nicht so umgesetzt, wie es in Realität anzutreffen ist. Es ist halt in Horizon ein bisschen angepasst, damit wir halt eine faire Konkurrenz zueinander haben. Was ja auch okay ist, aber naja, sei es drum. So, ich würde sagen, wir suchen uns ein schönes Design raus und da sei vielleicht noch ganz kurz erwähnt, der GT3 R ist seit Januar 2023 im Einsatz. Beim 24-Stunden-Rennen von Daytona hatte er sein Debüt, wie meistens neue Porsche-Rennmodelle. Und die jüngsten Erfolge, die man nennen kann, ist unter anderem, dass er DTM-Champion wurde letztes Jahr, also mit dem Österreicher Thomas Breining. Der wurde auch so gesehen der erste Porsche DTM-Champion. Porsche ist jetzt DTM auch nicht so viel gefahren in der Vergangenheit. Und dann halt noch, das wurde gestern auch nochmal im Livestream erwähnt, das 12-Stunden-Rennen von Bathurst dieses Jahr hat ebenfalls der GT3 R 992 gewonnen. Und eben beide Erfolge wurden mit Manti Racing erzielt, also dem Grello. Und dementsprechend würde ich gerne mir eigentlich auch ein Grello-Design raussuchen. Ich suche jetzt aber nochmal speziell danach und guck mal, was wir da so finden. Im Übrigen, heute hat Manti Racing das Manti-Kit für den GT3 RS, also für den Straßen-RS, präsentiert. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich euch mal den Post. Und da werdet ihr feststellen, holla, das ist ein ganz schöner Bumser, ja, um es mal so auszudrücken. So, was nehmen wir denn jetzt? Vielleicht hat auch manch einer das auch direkt als Crello vielleicht mit reinplatziert. Guck mal, wir haben sogar einen vom PXH-Club, der da sogar zweimal ein Design gemacht hat, interessanterweise.
Ja, also könnte man nehmen, dann könnte man natürlich auch das Küss, ja, das ist beides Dings-Design. Das ist halt natürlich 24-Stunden-Rennen-Design. Das hier ist, glaube ich, soll schon mehr Richtung DTM-Design wahrscheinlich gehen. Oder nee, Rowe könnte auch Langstrecke sein, ne? Ja. Ich suche nochmal speziell nach Crello. Vielleicht haben da auch nochmal, gibt es da auch nochmal welche. Ich meine, Rexy wäre natürlich auch noch eine Option. Ich glaube, da sind sie auch Meister geworden mit dem Rexy, ne? Der Rexy 992 ist, glaube ich, auch Meister geworden. Also das ist auch nochmal ein Erfolg, den man dazu wählen kann. Das sieht mir so matt gemacht aus. Deswegen, das gefällt mir nicht so ganz so gut. Ich glaube aber, ich suche nochmal wieder zurück nach Mantei und dann. Ups. So. Ja, heute sowieso ein bisschen eine andere Folge. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr mit technischen Details genervt, aber mir war es schon wichtig, auch bei so einem Rennwagen euch mitzuteilen, was sich da vielleicht so ein bisschen geändert hat. Also an sich finde ich das Design gar nicht schlecht, aber das wirkt so matt auf dem Vorschaubild und das gefällt mir dann irgendwie nicht so. Weil ansonsten würde ich das, glaube ich, von diesem Freestash, glaube ich, sogar in Betracht ziehen. Wir laden uns trotzdem das hier mal ganz kurz, weil geil finde ich hier, dass er das Mantei Racing Logo auf den Heckflügel gepackt hat. Ist vielleicht nicht ganz richtig, aber ja. Ansonsten fahren wir auch mit Mattenlack. Haben wir nichts dagegen. So. Naja, das ist tatsächlich sehr matt gehalten. Ja, das. Nee, das muss schon mehr glänzen. Ich glaube, da kommt dieser Crello-Effekt nicht so krass rüber. Dementsprechend. Nee. Ja, wir suchen nochmal und dann würde ich dann, glaube ich, dann doch das hier laden. Sorry an den PXH-Designer, aber ich hatte jetzt irgendwie nicht Lust, das 24er-Design zu nehmen. Finde das dann doch irgendwie ganz cooler. Ja, so gut es halt eben möglich ist umzusetzen. Auf jeden Fall schön Gran Turismo-Werbung. Ja. Ich glaube, das soll das, oder das ist das, es heißt ja nicht mehr VLN, so eine Langstreckenmeisterschaft, Nürburgring oder sowas, mit dem Rowe-Sticker. Aber ja. Nehmen wir jetzt einfach mal. Passt schon. Ist natürlich hier und da ein bisschen verpixelt, aber ich glaube, viel besser geht's halt dann auch irgendwie nicht. Immerhin haben wir ja diese Designs. Und ja, wir werden natürlich auch gleich nochmal ein bisschen tunen. Ich hätte jetzt aber gesagt, ich mache mal Folgendes. Und zwar würde ich ganz gerne einfach nur ganz grob schon mal ein paar Dinge einstellen. Ich würde ihm hier ein bisschen mehr Sturz geben, hier ein bisschen weniger, hier ein bisschen Spur reingeben. Stabi würde ich ihm wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen härtere vorne geben. Hinten auch, aber halt trotzdem im ähnlichen Verhältnis. Und ich würde, glaube ich, das Fahrzeug ein bisschen härter federn lassen. Einfach weil die Fahrzeuge viel zu weich wirken, einfach in Horizon. Das braucht es irgendwo nicht. Und eben dann ändere ich genau das hier ab, was ich schon gesagt habe, um da eine gewisse Stabilität reinzubekommen. Und dann würde ich, glaube ich, dem Fahrzeug tatsächlich hinten ein bisschen mehr Andrucksdruck geben. Wenig ist okay, weil wir brauchen in der Regel gar nicht so viel. Und hier würde ich ihm natürlich auch mehr Sperre geben. Hier ein bisschen weniger, aber so ein bisschen 0815. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns doch mal vielleicht die neue Strecke von Edelman an. Der hat nämlich eine neue Rennstrecke kreiert. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich die finde. Ich habe es jetzt gar nicht im Vorfeld geguckt, aber ich werde sie hoffentlich finden. Und es ist nicht der Edel Circuit. Es ist. Flowring müsste es sein. Ich glaube, das ist neu. Und dann gibt es noch Time Attack. Ja, machen wir mal Time Attack. Oder? Ja, machen wir mal. Und davon gibt es jetzt auch noch eine Clubstrecke. Also ich glaube, das müsste die neue Strecke sein. Hätte ich jetzt im Vorfeld mir vielleicht rausschreiben sollen. Sorry an der Stelle. Ja, klangtechnisch brauchen wir gar nicht drüber reden. Klingt der natürlich nicht so geil. Aber
Also gerade, wenn man weiß, wie der GT3R klingt, der müsste viel lauter sein, viel schriller sein. Also man hört natürlich den Grundsound, sage ich jetzt mal, schon raus, aber mehr halt auch irgendwo nicht. Ja, schon geil hier mit dem Tunnel und so. Ach, also Rennstrecken kann er. Muss man einfach mal sagen hier. Kompliment an der Stelle. Genau, und die Clubstrecke geht dann hier links lang. Dann spart man sich diesen Abteil. So, keine Sorge, 50 Runden fahren wir nicht. Ja, außer Cockpit sehe ich, der müsste viel schriller sein. Also da gibt es auf jeden Fall Handlungsbedarf. Mal gucken, wie er dann in Motorsport klingt, wenn er dann in Motorsport kommt. Aber Spaß zu fahren macht's trotzdem. Das steht mal außer Frage. Für die Strecke könnte man sogar echt überlegen, einen Tick mehr Aero zu fahren. Ja, aber da vielleicht auch nochmal die Anspielung. Ich weiß es gar nicht, ob ich es erwähnt hatte. Eben weil er die 24-Stunden-Rennen von Bathurst gewonnen hat, würde er ja reinpassen ins nächste Motorsport-Update, weil dort kommt ja Bathurst rein und dann so als aktueller 12-Stunden-Bathurst-Gewinner wäre das, upsala, wäre das ja nur legitim. So, zwei Runden mal gefahren. Geht natürlich ein bisschen mehr. Müssen wir gar nicht drüber reden. Und schneller, aber good job an Edelman mal wieder. Er weiß auf jeden Fall, wie es geht. Das gibt auch direkt mal den Like. Und ja, dann gucken wir mal ganz kurz ins Tuning. Da können wir natürlich einiges machen. Und dazu gehen wir zurück zum Festival. Unter anderem könnten wir natürlich das Gewicht runterbringen. Da, wo eigentlich das Basisgewicht ist. Und ja, dann bewegen wir uns natürlich LI-technisch schon auf dem Niveau, wo wir die GTE-Boliden finden. Aber seien wir ehrlich, moderne GT3-Wagen bewegen sich rundenzeitentechnisch gar nicht mehr mal so weit weg von älteren GTE-Fahrzeugen. Und ja, dadurch würde jetzt zum Beispiel auch die Gewichtsverteilung besser werden, wie ihr seht. Also ich glaube, das wäre natürlich ein drastischer Schritt. Vielleicht, wenn ich lustig bin, machen wir da vielleicht nochmal so eine, ich sage jetzt mal, Serie-Plus-Runde, wo wir das Fahrzeug dann tatsächlich mal so fahren. Würde auf jeden Fall sinngemäßer sein. Sagen wir es einfach mal so. Ich baue das jetzt einfach auch mal rein. Wir könnten natürlich jetzt hier auch Carbon-Keramik-Bremsen machen und so weiter, was Rennwagen eigentlich nicht haben. Wir könnten hier auch noch einen Offroader oder einen Drifter draus bauen. Das machen wir jetzt vielleicht auch gerade nicht. Ja, Getriebe macht nicht so viel Sinn. Diff ist Quatsch. Das ist ja nur eine andere Grundeinstellung. Ja, wir könnten natürlich breitere Reifen verbauen, was wir jetzt einfach mal machen. Wir machen jetzt einfach mal einen lustig Quatschaufbau, hätte ich gesagt. Reifen können wir natürlich weggehen von den Rennreifen. Im Übrigen, beim GT3 RS kann man auch, wenn man die Slicks drauf macht, hat man auch den Michelin-Schriftzug. Das habe ich eigentlich gar nie gezeigt in den Folgen. Das habe ich ein bisschen, immer verpasst zu zeigen. So, wir könnten, guck mal, gerade die erste Stufe macht schon richtig viel aus, optisch. Machen wir es mal so. Und dann könnte man tatsächlich andere Motoren, da gibt es eine große Auswahl, im Prinzip die, die wir auch schon beim GT3 RS gesehen haben, also den 4-Liter Boxer-6-Zylinder aus dem GT3 RS 4.0, also der letzte Metzger-Motor,
Natürlich auch eine coole Sache, um ihn quasi da leistungstechnisch im Prinzip langsamer zu boppen, wenn man möchte. Sicherlich auch eine coole Gelegenheit. Vor allem, er kommt vom LI genau wieder zum Basis-LI raus. Das ist ja auch spannend. Das wäre ja auch eine interessante Nummer, den mal so aufzubauen. Ja? um dann auch wieder bei 890 Basis rauszukommen. Ansonsten haben wir noch den 3,6-Liter Boxer 6-Zylinder Twin Turbo aus dem GT2 993. Dann haben wir hier den 918-Motor. Wir haben den Racing V12 aus dem F50 GT, also der einzige Ferrari-Motor, der Rest ist nämlich alles Porsche. Dann natürlich den GT2 RS-Motor, den kennen wir natürlich auch allzu gut. Und dann haben wir noch den 3,2-Liter Boxer-6-Zylinder Twin Turbo, bekannt aus dem GT1 Straßenversion in diesem Fall. Und ja, ein Engine Swap wäre eigentlich eine coole Sache, würde ich jetzt prinzipiell sagen. Mal was anderes. Wir könnten aber auch durch die Wegnahme des Luftmengenbegrenzers auch die Leistung steigern, was ich sehr unrealistisch halte, dass wir die fast 800 PS hochkriegen könnten. Wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, aber ich fände es jetzt irgendwie einfach mal lustig heute, mal einfach einen 918-Motor, einfach einen Quatschaufbau zu machen, ja? Einfach ein absoluter Quatsch, das machen wir jetzt einfach nur mal kurzzeitig, machen ja einfach die maximale Leistung rein. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber auch mal Allrad rein. Ist jetzt einfach nur zum Ende der Folge mal irgendwas Quatschiges zu machen. Können wir von mir aus auch das hier machen. Das haben wir ja schon. So, ja, das ganze andere Rest brauchen wir nicht machen. Und dann können wir noch mal ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln, weil, warum auch nicht? Und dann machen wir jetzt hier den über 911er, wenn man da überhaupt noch vom 911er sprechen kann. So, dann sind wir hier mal richtig krass unterwegs. Und sind trotzdem leichter als das, was uns das Spiel vorgegeben hat. Aber wie gesagt, das ist einfach eine quasi interne Playground Games BOP. Ich kann es schon verstehen und das ist ja auch okay. Ist aber nicht so, wie man es normalerweise treffen würde. So, ich würde sagen, aufgrund der Leistung, die wir jetzt haben, ist krass, die Höchstgeschwindigkeit ist ziemlich begrenzt, aber ich glaube, das ist durchs Getriebe begrenzt. Trotzdem geben wir dem Ganzen jetzt mal ein bisschen mehr Aero. Ich glaube, das schadet nicht. Und wir geben. Habe ich jetzt doch ein Dings eingebaut? Moment mal kurz. Weil der Radsturz passt ja gar nicht. Habe ich jetzt aus Versehen Dings eingebaut? Ein Driftfahrwerk? Bin ich jetzt blöd? Habe ich das jetzt wirklich gemacht? Tatsächlich. Warum habe ich das denn gemacht? Das ist ja völliger Quatsch. Einfach alles sinnlos eingebaut. Ich wollte gerade sagen, die Sturzwerte, die passen nicht so ganz. Ich habe es aber gemerkt. Ich glaube, das hätte sich ganz komisch fahren lassen. Oje, oje, oje. Ja, bitte speichern. Ich weiß nicht, warum er jetzt da so lang braucht. So, danke. So, ja, Getriebe müssen wir natürlich jetzt hier. Gehen wir aber mal maximale Geschwindigkeit. Und ja, das lassen wir jetzt aber so. Ist ja auch egal. Wichtig ist, dass wir ein bisschen Power haben. Vielleicht gehen wir ein bisschen hinten mehr drauf. Und dann einfach mal kurz just for fun zum Ende der Folge. Im Prinzip diente die Folge einfach auch, um dir aufmerksam zu machen. Hey, dieses Fahrzeug gibt's. Was ist das Besondere daran? Und Quatschaufbauten kann man noch und nöcher machen. Und ich meine, hey, das darf man ja auch nicht verkennen. Der 918-Motor, also der Basis V8, ist auch ein Rennwagenmotor. Nämlich aus dem Air Spider. Dementsprechend, ja, bei Porsche ist egal, wie rum man es dreht. Motorsport ist immer mit dabei. Und klar, natürlich so aufgebaut ist das Ding natürlich jetzt ein absoluter Kracher. Finde ich aber irgendwie lustig. Aber ja, ansonsten glaube ich, würde ich gar nicht so viel groß noch erzählen wollen oder fahren wollen. Das Beste, was man machen kann bei so einem Fahrzeug, ist einfach selber das Ding schnappen. 20 Punkte sind schnell verdient. Und dann könnt ihr gerne selber loslegen, entweder bei der Basis bleiben, Dinge abändern, Modo austauschen. Also Möglichkeiten gibt es genug und diese Möglichkeiten könnt ihr mir ja mal gerne in den Kommentaren schildern, was ihr da somit vorhabt oder schon vorgemacht habtet. Das ist kein Deutsch, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und ja, bin ich mal sehr interessant und wie gesagt, vielleicht sehen wir das Fahrzeug ja auch nochmal mit einem anderen Quatschaufbau oder aber eben einfach auch mal, um noch eine Teststreckenrunde zu ergänzen. Ist ja vielleicht auch nicht uninteressant, so oder so würde ich aber sagen. Machen wir einfach Feierabend an der Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Fahrzeug. Ich hoffe, ich konnte euch
das Fahrzeug auch ein bisschen näher bringen, was es denn so besonders macht, zumindest mal in der Realität im Vergleich zum Vorgänger GT3R. Und ansonsten bin ich jetzt eigentlich raus. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!